Post. Post? Post. Post. Zuschauerpost, prima. Hallo Freunde. Ja, ich bin schon wieder hier, wir treffen uns hier schon wieder und zwar schon wieder mit einer Zuschauerpost. Diesmal ist es kein Päckchen, sondern ein Paket. Es ist ziemlich gewichtig und ich weiß nicht, was drin ist. Und das packen wir jetzt zusammen aus. So, das sollte genügen. Jetzt sind wir mal gespannt, was drin ist. Ah, zuerst ein Brief. Hallo Sondel-Andi. Grüße aus Hundisburg. Anbei das Geschenk für dich. Falls es gefällt, kannst du es auch zeigen. Deine Entscheidung. Danke. Ansonsten immer gut Pfund und bis zum nächsten Mal. Grüße Lutz. Hallo Lutz, ich danke dir. Dann wollen wir mal zur Tat schreiten. Zuerst gibt's Papier, Papier. Und nochmal. Was ist denn das? Ein kleines Päckchen hier drin. Wow, Hammer, schaut euch das an, sieht aus wie ein Schmuckstück, ja, eine Kette, das ist ja toll, und hier sogar noch ein zweiter Anhänger, in beiden ist eine Münze drin, selbst gefertigt aus Holz, wunderschön, das ist einer aus der Kaiserzeit. Die Rückseite, man kann es gut sehen. Und hier an der Kette haben wir, so wie ich das sehe, ein 10-Pfennig-Stück. Auch aus der Kaiserzeit, denke ich. Ja, ein schönes Schmuckstück, Mensch. Prima. Aber da ist noch was drin. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Gut verpackt auch. Mit Glas unter anderem und Holz. Hey! Was ist denn das? Ja, Hammer, eine Aufbewahrung für Münzen. Schaut euch das an. Könnt ihr es sehen? Ja, nur schön. Das kann man dann so hinstellen. Ups. Und Münze reintun. Ja, toll. Hey Lutz, ich bin ganz fertig mit der Welt. Sowas habe ich ja eigentlich schon immer gebraucht für meine Silbermünzen, denn ich habe nur eine Handvoll Silbermünzen und die werden hier wahrscheinlich prima reinpassen. Boah, das ist ein richtig tolles Geschenk. Ein Aufbewahrungsregal für meine Münzen, denn ich sammle bis dato meine Münzen immer nur in einer Schachtel. Ich bin da nicht so der Vitrinenmensch, aber darüber freue ich mich natürlich sehr. Lieber Lutz, herzlichen Dank für die Geschenke. Ich bin begeistert. Und eins verspreche ich dir, diese Vitrine könnte man schon fast sagen, oder dieses Utensil, will ich mal so nennen, würde ich dann gerne hier an die Wand schrauben. Ich denke, da wirst du nichts dagegen haben. Und das werde ich dir dann das nächste Mal auch zeigen, wo es hängt. Super Geschenke. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Vielen Dank nochmal, Lutz, hier auch für die Kette. Wunderschön. Ja. Liebe Freunde, das wollte ich euch zeigen. Es war wieder mal eine Zuschauerpost. Ich habe vom Lutz dieses schöne Regal bekommen, dieses schöne Münzaufbewahrungsregal. Tolle Idee, über die ich mich sehr, sehr freue. Euch, Freunde, wünsche ich eine gute Restwoche. Es ist ja schon Mittwoch.
lasst es krachen, lasst euch nicht ärgern im Job, im Büro, im Beruf oder auch im Urlaub. Macht euer Ding und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche am Sonntag beziehungsweise Blödsinn, Rede, Quatsch, diese Woche am Sonntag wiedersehen mit einem garantierten Sondervideo. Ist versprochen. Das war's. Ich bedanke mich bei euch. Macht's gut. Tschüss.